Servus, du bayerischer Alp da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 42 von Elex, natürlich. Das muss ich nur mal ganz nachschauen, ne? Nicht, dass ich Überblick verliere. Weil ich nehme mehr auf, als ich hochlade. Letztes Mal konnten wir uns noch ein bisschen aufbessern. Wir haben jetzt mehr Rüstung, wir haben jetzt mehr Ausdauer, das ist gut. Und können auch mehr austeilen. Das ist wahrlich wichtig. Letztes Mal haben wir den Stormson gesucht. Der ist jetzt bei den Klerikern und die Berserker sind tot. Ja, und den suchen wir dann auch noch. Konnten eine neue Waffe anlegen. Und ja, soweit ist eigentlich erstmal alles in Butter. Wir können jetzt aber noch ein paar Queste abgeben. Das ist immer recht gut. Schauen wir mal, wo ist denn der Lümmel? Die ganzen Sätze sind hier. Wo ist denn dieser Indoor? Da, der pinkelt hier rein. Doch, man sieht's. Ein bisschen. Schaut. Oh. Süß. Was weiß ein Set von dir? Hier. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Hier. Das Setzerboot sollte reichen. Du bist ja der geborene Sammler. Was weiß ein Setze wie du schon, was ein Alp bekommt oder was nicht? Das lassen wir mal. Gut, dann haben wir das geschafft. Das war ja doch eine Mission, die ein bisschen länger gedauert hat, weil... Klar, oder? So. Altlasten. Das war, wenn wir hier schon mal sind... Nein, das war das hier. Licht ins Dunkel. Das hier. Achso, hier. Ach, da ist die versteckte Schatulle. Ach, dann habe ich ja ganz falsch gedacht. Kleines Lager. Und dann ist hier die Schatulle hier. Okay, jetzt muss ich mich orientieren. Da ist der Konverter. Kleines Lager. Hm. Dann teleportiere ich mich mal ganz kurz hier hin. Einfach so, weil ich es kann, ja? Genau, der wartet hier einfach. Oder? Ach, dann doch. Duras wartet hier auch. Ich find's gerade witzig, wie die da alle da hocken. Man kann übrigens seine Truppen auch verbessern. Also man kann auch da seine Stärke verlegen. Warte, ich zeig's euch mal. Wenn wir schon mal hier so ein bisschen dabei sind. Ich glaube hier irgendwo... Hier, da Gruppe. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe und so. Aber ich glaube, das wird generell auch immer alles ein bisschen teurer. Mitkommen. Ja. Gut, also er muss jetzt nicht mitkommen, oder? Also... Das reicht ja jetzt erstmal. Hm. Dann waren wir auch noch nett. Jetzt warte mal, sind wir jetzt in die richtige Richtung oder? Hallo? Müssen wir mal ein bisschen weiter weggehen. Dann sehen wir es dann schon.
Ich denke mal ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen besser ausgerüstet und letztes Mal sind wir diesen Weg gegangen, jetzt werden wir wahrscheinlich diesen Weg gehen. Aha, aha, wir sind jetzt hier. So, das sieht man so immer ein kleines bisschen, wenn wir hier irgendwie ein bisschen runterkommen. Aber vielleicht können wir hier einfach den Weg weitergehen. Schauen wir mal, wie viel mein Hackeball da ausrechnen kann. Das könnt ihr natürlich schon ordentlich drauf haben. Ah ja, genau. Und da muss es genau das Q genau bei dem Strich reinkommen, wahrscheinlich. Dann gibt's Schaden. Ich verstehe. Nicht. Ich gehe, glaube ich, die richtige Strecke. Naja. Wir werden sehen. Angeblich halte ich jetzt mehr aus. Und so ist es ja auch gut. Ja, ist ein Wolf. Da werden wir mal gucken. Das Vieh mache ich platt. Ein junger Wolf. Ja, wow, das hat einen guten Schaden gesetzt gerade. Das war ja ich. Yep. Aber es war nur ein junger leider. Also. Jetzt sagt er leider, aber... Mit nichts zufrieden hier geht's runter. Dann ist es dieser Weg anscheinend. Das ist dieser Weg. Ja, ja. Ich kenne den Weg nicht. Ich bin noch nicht diese Richtung gegangen. Da ist nur so einer. Komm her. Bist du ein Junger oder bist du ein Ausgewachsener? Ich hoffe, dass die Ausdauer echt was bringt. Die Jungen, die halten nicht so viel aus. Wie man hier merkt. Das ist gut. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Mir wird dieser Weg eigentlich lieber, aber okay, wir gehen jetzt mal hier so rum. Also diesen Weg einfach runter. Oder auch gar nicht, weil ich weiß gar nicht, ob man hier weiter kann. Das werden wir dann gleich sehen. Doch. Hey. Hier bin ich. Also, der hat mehr Kapazität als ich, wetten. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Nur so ein bisschen. Schön hier. So. Wie schaut's denn aus? Ich denke mal, wir sind richtig. Also zumindest vom Weg folgen her. Nehmen wir mal auch gleich mit, wenn er schon so da liegt. Imposant. Was imposant? Das hier? Tja. Nett, ja. Ich glaube, das ist die Spitze, aber da komme ich wahrscheinlich auch gar nicht da runter. Ich müsste schon diesen Weg folgen, aber wir gehen einfach mal da hier weiter. Ah, nice, nice, nice. Das ist die Hütte hier, die ich da gesehen habe. Oh, sind so viele Fliegen. Nochmal, also, was haben wir denn hier eigentlich? Hier haben wir ein... Ich schaue mich nochmal kurz um. Fliegen sind? So, also, wir haben hier eine Bank. Wir haben hier einen Besen. Klopapier. Ach doch. Ein toter Alchemist. Drohbrief habe ich hier. Tja. Heildrank. Leider kann ich mir keinen mehr machen. Goldener Kelch, das ist gut. Er hat einen Drohbrief bekommen. Dann hat er auch... Dann wurde er auch getötet. Anscheinend.
Rezeptur eines Alchemisten. Liegt doch Elex hier. Unter dieser Bank. Schauen wir uns das mal nochmal an. So, Bier. Das ist gut. Ja. Hierbei ist ein geschmacklicher Unterschied feststellbar. Flusswasser, Fischleich, Ausscheidung eines Kritters. Nur eine Fingerspitze des Kohls, um den Geschmack zu halten. Okay, vorsichtige Dosierung da, sonst starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Krämpfe. Nicht mehr als ein Fünftel des Trankes auffüllen. Unterschied ist kaum merkbar. Aha. Wenn du uns noch einmal minderwertiges Mistteures verkaufst, wirst du bald Dünger für deine Kräuter sein. Das ist auch so passiert. Jetzt komme ich an diesen Elex-Splitter nicht ran. Ist doof. Naja, ist egal. Vielleicht komme ich auch von der Seite hin. Nein. Ja, hast ja auch gesehen, der hat ja den Kot mit reingewebt und so. Und ja, das ist ja natürlich... Bäh. Natürlich. Aber so ist das halt. Dann geht's hier also weiter. Dann wird er wahrscheinlich doch der Mörder sein. Das ist eine Brücke. Bin immer gespannt. Duras ist ja hier. Ich würde Duras ungern als einen Wegbegleiter vermissen. Momentan hatten wir gar keine so Viecher hier. Das ist auch nicht verkehrt. Schön. Wunderschön. Ein Hühnchen. Zumindest eines. Das Vieh mache ich platt. Ja, ich mache immerhin Schaden, ja? Aber leider halt, die Ausdauer ist trotzdem Mist. Ja, wir machen Schaden aber. Sehr gut. Und ich glaube, wir halten auch ein bisschen was mehr aus. Also die Rüstung ist auf jeden Fall gut. Damit kann ich jetzt arbeiten. Ja? Es geht ja nur darum, dass wir arbeiten können damit. Nicht, dass wir ständig immer verrecken und halt einfach nie vorwärts kommen. Das ist so beschissen. Kannst schon züchten. Ich kann Waffen züchten. Cool. Unter mir? Manchmal macht das echt Spaß. Nachricht eines Verbannten. Aber das mal lese ich nach der Ratte. So. Nachricht eines Verbannten. Ja, wir kriegen Erfahrungspunkte. Unglaublich. Schalter, dann können wir wieder hoch. Und was bringt mir das? Und wenn ich hier dann oben. Ja gut, wir kommen ja auf sicherlich auf jeden Fall wieder hier hoch. Ich würde mal meinen, ja. Nicht wahr? Aber wir wollten jetzt eigentlich der Welle gehen. Nein. Das lassen wir da am Leben. Das ist wieder viel. Ich fühle mich jetzt wie fast schon ein Ritter. Jetzt macht das richtig Spaß. So, nach der 40. Folge. Mhm. 42, um ganz genau zu sein. Respekt. So. Da hätten wir auch her können.
Die Musik ist gerade so richtig cool. Wir sind dran vorbeigelaufen. Das heißt, entweder vielleicht hier nochmal hier hoch. Sonst würden wir schon dran vorbeilaufen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ansonsten muss ich da mal hochfahren mit dem Ding da. Mit dem Aufzug. Ich kenne mich ja nicht hier aus. Das ist aber cool. Ich glaube, wir sind richtig. Erfahrungspunkte. Gratis. Berserker tot. Berserker tot. Einsetzerbrot, okay. Das ist interessant. Warum, dass da zwei tote Berserker rumliegen? Das ist ja auch interessant. Das ist schon der Weg hier nach oben. Also, schön hier. Ich will jetzt nicht sagen, dass du hier nicht hochkommst. Ah ja. Du bist da, ne? Gut. Los geht's! Du bist ein Hornwolf. Yes, wir machen mal Schaden. Einfach mal drauf. Jawoll. Sehr gut. Aber er hat auch nicht so viel Schaden gesetzt. Also, das ist gut. Also, das wird jetzt langsam. Hat ein bisschen gedauert. Es kommt darauf an, was für ein Viech es ist. Der Eingang zum Tal der Verwandten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich hat man sie nicht ohne Grund dorthin verfrachtet. Immer noch total, aber es geht hier noch mal rein. Also wir sind schon noch richtig, immer noch. Aha. Die Verbannten. So können wir ja rüberfliegen. Hier stehen. Okay. Setzbrot. Das sagt. So. Willkommen. Mitkommen. Ja. So, das wäre diese Richtung. Wow. Gehen wir mal so ein bisschen, ja, das ist diese Richtung. Hätten auch so rüber können. Frag nur hier bis hierher und was ist dann da? Nichts mehr, oder was? Ah, Pfeil. Warte mal. Toter Drohbrief erhalten, ha. Ihm wurde gedroht. Was passiert, wenn du springt er rüber? Nein. Ja, okay. Wir hätten auch wahrscheinlich hier hoch können. Anstatt hier. Das ist dumm. Mein Schild. Was ist hier passiert? Naja, irgendwas ist halt passiert. Bemerkenswertes Land.
Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal. Entweder wir sind willkommen oder wir sind nicht willkommen. Ich würde ganz gerne warten auf eine Speicherung. Könnten aber auch außen rum. Weil angeblich soll es ja hier sein. Diese Schatulle. Na? Hier eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wieder hochkomme. Eigentlich wäre es ja hier. Diese Schatulle. Schauen wir mal. Ja. Ist okay, was wir tun. Wir können uns hier auch bewegen. Stan. Wir werden hier hochgekommen. Es wird wahrscheinlich verboten sein. Nein, wir können es nehmen. Dol. Wein. Pfeil. Trank. Was soll der Scheiß? Ups. Hast du sie noch alle? Wollte jetzt das nicht tun. Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartung betraut. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik, aber den Eindruck machst du nicht gerade. Und wie es hier weitergeht, werden wir erfahren im nächsten Part. Das ist sehr, sehr spannend, weil das ist ja wie eine neue Stadt eigentlich für mich. Bye, bye, bis zum nächsten Part. Wow.